Was glaubt meine Pokémon-Trainer? Und jetzt wird es spannend. Ich ende ihn alles. Oh mein Gott. Bin gespannt. Ich bin bereit. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin auch bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, wir sind schon oben. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe es. Ich sehe es ein bisschen. Ich sehe es ein bisschen. Oh mein Gott. Ich muss speichern. Warte. Okay. Chill, 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 chill. Was? Sieht aus wie so ein Yu-Gi-Oh! Monster. Warte, bitte sag mir, dass es einen Drachentypus hat. Bitte, bitte. Seid etwa trotz aller Gefahren gekommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank, da bin ich echt platt. Haupt und so, ihr seid wirklich stark geworden. Aber kein. Oh, wie cool Glurak aussieht. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es soll allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht Diener maximieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit Endinalos zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Endinalos schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch mit einem Pokéball fangen, um es unter Kontrolle zu. Um es unter Kontrolle zu bringen. Ich bin immer noch so im Hype, ey. Ich tue mich die ganze Zeit verplappern, sorry. Also aufgepasst, it's Champ Time. Denkst du echt, du hast eine Chance gegen das Pokémon? Das sieht mir nämlich aus wie das dritte legendäre Pokémon quasi. Als ob das jetzt so leicht geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der sieht geil aus. Was? Nee, niemals. Träumt nicht, träumt nicht. Never, never. Oh, Glurak hat's gespürt. Oh, wie cool Glurak uns beschützt hat. Oh, wie geil das aus. Wie geil die das gemacht haben. Niemals fangst du das. Niemals, niemals. Das ist. Musst du mir überlassen. Das haben die geil inszeniert, tatsächlich. Oh! Oh, ich kämpfe. Endinalos erscheint. Was? Ich kämpfe einfach sofort dagegen? Erzünger. Gänsehaut. Aber, ja, Flottball. Ich setze Flottball ein, Freunde. Du kannst keinen Ball werfen! Oh mein Gott, okay. Heißt, ich kann das doch gar nicht fangen. Ich muss besiegen. Ich weiß halt nicht, was für ein Typus das jetzt hat. Ich versuche mal Knuddler. Also, wenn es Drache ist, soll es effektiv sein. Es hat einen Drachenpuls, ja. Oh mein Gott. Es hat einen Drachentypus. Das können wir schon mal festsetzen. Aber ich denke, es hat noch einen zweiten Typus. Nee. Oh mein Gott, stopp, stopp. Es war nicht sehr effektiv. Das heißt, es muss einen Typus haben. Gift, ja, ohne Witz, ich hab Gift, Freunde, ich wollte es gerade aussprechen. Das heißt, es muss ein Typus haben, welches effektiv gegen Fee ist. Stahl schließt sich aus, aber Gift könnte es sein. Das ist ein Gift-Drache-Pokémon. Dein Ernst? Geil. Geil. Oh. Was ist denn? Oh mein Gott, was ist hier los? Tut er sich Diener maximieren? Oh mein Gott, die finstere Nacht, Leute. Die finstere Nacht? Sieht so aus. Oh mein. Oh mein. Oh mein, was ist das? Was? Gigadynamax Endinalos. Was ist das? Wassercross, da schaffe ich allein nicht. Oso, du kämpfst gemeinsam. Oh mein Gott, das ist. Ich. Oh, das ist so geil. Guck mal, was da hinten abgeht. Ich kann meine Pokémon nicht Dynamaximieren. Ah, ich weiß gerade nicht, ob ich das vergiften kann. Ich habe gerade nicht im Kopf, ob man überhaupt Gift-Pokémon mit Toxin vergiften kann. Was? Was ist da? Was? Was um alles? Ich kann keine Attacken einsetzen. Hä? Was? Was soll ich hier machen? Hallo? Ich. Was? Stimmt ja, wir haben doch schon mal ein Schild und ein Schild gefunden. Ja, ich bin dabei. Ja, aber wie? Ach, Beutel geht nicht. Nee, Fluch geht auch nicht. Pokémon geht auch nicht. Nee. Das kommt wahrscheinlich. Das. Oh mein Gott, das ist geil gemacht. Das ist geil gemacht, Freunde.
Endinal sammelt Kraft, eine rätselhafte Macht hält Purple Rage auf. Oh ja, nimm den Schild. Ja. Ich hab kein Schild. Warte. Alles klar, Hopp, ich hole mein Schildi. Ja, hey. Mein Schildi ist ready, Leute. Kommt alle. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die kommen jetzt zu mir und Hopp. Ich beschwöre dich mit dem Schildi. Ja. Komm, Summer Center. Die Musik ist geil. Oh mein Gott. Mein Schildi. Yeah. Die Musik ist geil. Ist geil gemacht. Das ist geil gemacht. Respekt. Oh oh. Oh mein Schildi. Oh. What? Was ist jetzt ab? Als bekommen sie wahrscheinlich ihre Power. Ja. Ja! Oh, was ist jetzt los? Oh mein Gott, ja. Geil. Geil gemacht. Oh, endlich sehe ich euch. Endlich sehe ich meine Boys. Das hat mir gefehlt, Freunde. Das hat mir in den letzten Parts so hart gefehlt. Endlich habe ich mal jetzt diese Story mit den legendären Pokémon. Oh, Purple Rage ist auch noch am Start. Ich mag kühne Schild von Sackgen wirkt. Hä, hallo? Angriff steigt, okay. Wackeres Schild von Summer Center wirkt. Verteidigung steigt, oder? Ja, logisch, okay. Kann ich jetzt angreifen? Wahrscheinlich schon, oder? Oh, die sehen geil aus. Oh mein Gott, ist das ein Viererkampf? Hallo? Ja! Sackgen setzt sich auch lang. Miau! Oh! Angriff steigt, okay, ja, Angriff. Brauche ich nicht unbedingt auf Ding, aber nehme ich an, danke. Und der macht wahrscheinlich Lichtschild. Yeah, irgendwas Schildi-mäßiges. Oh. Ey, ist so geil gemacht. Es ist so... Wiener Würm, okay. Oh. Krass. Overdrive, let's go. Oh mein Gott. Dank Sacken und Summer Center können wir wieder Attacken ersetzen. Jetzt geht's richtig los. Risikotackle. Miau. Ey, das haben die geil gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch, wirklich. Sehr geil. Ich würde es ungern tauschen, würde eine Runde verlieren. Gigantenhieb. Oh mein... Was? Oh, die haben einfach so eine schöne Ulti gegeben. Was macht mein Schild-Pokémon? Summer Center, komm. Gigantenstoß. Alter Rage, einfach drauf. Ja, Mama Boy, einfach drauf. Oh mein Gott. Das haben die geil gemacht. Das ist geil. Korrekt. Dünabrand, kann der jede Dünattacke oder was? Sehr effektiv. Ey, Mann, ich flenn. Risikotage, let's go. Oh mein Gott. Ey, Mann. Ich frag mich gerade halt, bei Dino Rex ist ja so. Es geht immer Step by Step, also man tut dem Pokémon bis zu einem gewissen Punkt Schaden zufügen und nicht drunter, so sag ich mal. Step by Step, das meine ich da. Also, und ich frage mich halt, ob es was bringen würde, wenn ich Purple Rage auswechseln würde für ein anderes Pokémon. Aber ich bleibe einfach drauf, das ist doch gerade geil, ist doch gerade. Oh, beziehungsweise, okay, ja, okay, der hat's überlebt. Okay. Ja. Angriffssingle, okay. Purple Rage Overdrive. Zorak? Risikotackle, okay.
Sollten wir denn jetzt umbekommen oder noch eine Runde? Die spam die Attacken hier, let's go. Gigantenhieb. Aber was ich mich jetzt frage ist, können Samasenta und Sakyan die, können sie auch die Form zuvor annehmen? Die Form zuvor war quasi so eine Form, wo sie ihre Kraft nicht hatten, sag ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, genau zu wissen, besser gesagt. Kann das Pokémon aber beide Formen haben im Spiel? Oder sind die jetzt quasi nur in dieser Form? Jetzt mal Pokémon. Oh nein, der hat Zwolok angeguckt. Oh mein Gott, One-Shot. Oh Zwolok, oh Zwolok, oh Zwolok. Oh jemine. The Legend Zwolok. Ah, okay, eine Runde noch, dann haben wir ihn. Oh, Relaxo. Okay. Geil, ja. War geil, das war geil. Das war geil. Jaula, wieso greifst du nicht an? Bro, hallo, letzte Runde, greif doch an. Bitte. Wieso? Mach doch, hallo, du hast so dein Ulti gespammt. Hinten finde ich es geil. Da kommen so... Da kommen die Bilder, so wie... Ah ja, Knirsch, schon nice, das ist nice. Ah, der hat's überlebt, wahrscheinlich muss er spenden. China Giftschwall. Ah, auf Relax, okay. Da kommen... Ja, Visionen von den Städten, wo wir waren. Projektionen, Visionen, was auch immer. Ich finde gerade nicht das richtige Wort, weil ich so gehyped bin. Jetzt oder also, schnappt die Endina. Was? Ernsthaft? Wir nehmen auf jeden Fall Finsterball für ihn. Aber sowas von. Ich meine, hallo? Finstere Nacht, Finsterball. Oh mein Gott, wie geil. Was? Überlegt man, das kommt raus. Habe ich jetzt echt Endinar los? Oh, der will nicht rein. Oder doch? Hallo, was ist hier los? Ah, okay. Hab's ein bisschen spannend gemacht, kurz am Ende noch. Heftig. Geil. Das ist ja echt Giftdrache, Freunde. Das ist ja geil. Wenn er Giftdrache ist, ist ja richtig geil. Yeah, wir haben den gefangen. Easy. Dein Ernst? Das hat mir gefehlt. Geil. Das hat mir gefehlt, Mann. Ah, jetzt haben die wieder ihre Ursprungsform. Hä? Oh! Win, ich will dich auch noch fangen, hallo! Hä? Ich mag die, die hauen einfach ab. Ich wollte die doch auch fangen. Krass. Das war aber geil. Props, das war geil. Das war geil. Oh, jare. Skull City? Was geht jetzt? 3 Tage später, krass, 3 Tage. Wie bitte? Rose hat sich tatsächlich gestellt. Sachen gibt's, das hätte ich nicht erwartet. Ich schon, was blieb noch anderes übrig? Diese ganz Chaos geht allein auf seine Kappe. Er war es schließlich, der Endinalus erweckt hat. Ja, tatsächlich. Wobei, jetzt, guck mal, ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht. Was mir gewünscht hätte, wäre, der hat die finstere Nacht beschworen, dass wir quasi auch draußen Dynamax-Pokémon gesehen hätten. Jetzt außerhalb der Naturzone. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass man unbedingt gegen die kämpfen müsste, sondern einfach, dass man sie gesehen hätte, auch in den Chatten oder so. Dass man so zumindest mal so diese Angst gespürt hätte. Das ging einfach so zack, zack, zack. Trotz dessen fand ich das wirklich geil. Aber irgendwie war das ja so zack, 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 so richtig abgeschnitten. Ohne deine Hilfe von Samasenta und Sakyan hätten wir Endinalus nie besiegen können. Nur Delon scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um das Champ-Match gegen dich, das er heute nachholen will. Oh, bin ich dabei. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz hibbelig vor Freude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Euer Kampf findet natürlich im Score-Stadion statt, wo auch sonst. Oikeso. Aber Endinalus werde ich nicht mitnehmen. Auch wenn ich ihn cool finde. Aber ich würde gerne so mit meinem Team hin. So wie ich auch hier angekommen bin, sag ich mal. Ich würde aber Endinalus gerne trotz dessen noch abchecken. Oh mein Gott, wie geil der aussieht. Was? Giftdrache. Tatsächlich. Angriff hoch, Verteidigung runter, okay. Giftschreichdrache. Oh,
Dynamax-Kanone, was ist das? Der Anwender schießt einen Schal aus seinem Kern ab. Dynamax mit dem Ziel allein doppelten Schaden? Den nimmst du immer in den Raid mit an der Stelle? Hallo? Alter, geil. Geil, richtig geiles Pokémon. Aber den lassen wir wieder, wie gesagt, da. Weil du ganz das Pokédex-Eintrag von dir checkst. Und so, unser Boy. Aber die Zeit, was ist mit denen? Sag mal, die will ich auch noch fangen. Sind die im Stummerwald oder wo sehe ich die? Naja, es steckt in einem Meteorit. Was? Der vor 20.000 Jahren herabstürzte. Es scheint in Verbindung mit dem Dynamax-Phänomen zu stehen. Geil. Giganten. Richtig geil. Aber man hätte echt mehr mit. Man hätte mehr damit machen können. Man hätte. Ich weiß nicht, ob ich. Lass mich gerne wissen, wie ihr es findet. Ich weiß, ob es jetzt Meckern auf höchstem Niveau ist. Man hätte mehr damit machen können. Man hätte tatsächlich mehr damit machen können, meiner Meinung nach. Na, egal. Jetzt gehen wir mal hier. Wollen wir nicht meckern und gehen sofort mal zum Champ. Komm ich von. Oh nein, was habe ich gemacht? When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.